hörst den Mental Power Podcast, der Podcast mit Tipps zu Mentaltraining. Behalte in extremen Situationen die Nerven und sei erfolgreich mit dem, was du tust. Gewinne neue Einsichten und baue emotionale und mentale Stärke auf. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Mental Power Podcasts. Wie schon angekündigt, habe ich heute Saskia Feige hier. Sie ist Geherin vom SC Potsdam und sie hat den 11. Platz in der WM in Doha in 2019 erlangt. Sie hat den deutschen Meistertitel und die Normerfüllung Olympia bei den deutschen Meisterschaften in Naumburg auch in 2019 erlangt. Das heißt, sie gehört zum Top-Team Tokio 2020. Und wir wollen darüber sprechen, wie sie den Einstieg in die Leichtathletik gefunden hat und warum gerade das Gehen und wie sie mit der jetzigen Situation klarkommt. Hallo Saskia. Hallo. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch, danke. Ja, Saskia, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen und wie kam es, dass du zum Racewalking, also zum Gehen kamst, also da eingestiegen bist und welche Leidenschaft steht dahinter, dass du das vielleicht mal so in einigen Sätzen erklärst? Also ich bin in der 2. Klasse zum Leichtathletiktraining gekommen, ursprünglich durch eine Freundin, die hat mich einfach mal mitgenommen und ja, es hat mir Spaß gemacht. Wir haben natürlich im Kindes- und Jugendalter viel Spiele gespielt und eben so allgemeine Koordination gelernt. Und ja, dann war schnell klar, dass ich unheimlich gerne laufe und bin als Läuferin auf die Sportschule Potsdam gekommen. Und dann habe ich mich im Herbst 2015 dazu entschieden, es mit Gehen zu versuchen. Nicht, weil ich nicht mehr gerne laufe, sondern weil ich auch einfach was Neues ausprobieren wollte. Die Geher sind ja in Potsdam nicht ganz unbekannt und ja, da habe ich mich dann auf die 20 Kilometer spezialisiert und ja, mache das jetzt mit Begeisterung. Super, schön. Und warum gerade 20 Kilometer spezialisiert? Also ich hatte die Variante 20 oder 50 Kilometer und ich denke mal, für die 50 Kilometer braucht man einfach noch ein paar Jahre mehr Training und so waren die 20 eigentlich für mich super. Ich komme von der Strecke 1500 Meter beim Laufen und es war schon erstmal eine Umstellung halt auf die lange Strecke, aber ich habe schnell gemerkt, dass mir das liegt und ja, bin da auch voll zufrieden. Super. Sag mal, wo warst du eigentlich, als du das erste Mal von dieser Covid-Krise gehört hast? So genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Die ersten Meldungen kamen ja wohl im Februar und ja, da war das auch einfach nur eine Meldung unter vielen anderen und ich habe das nicht so wirklich bewusst wahrgenommen. Wirklich an Bedeutung, also an persönlicher Bedeutung hat das für mich im Trainingslager in Südafrika gewonnen. Da waren wir jetzt vom 25. bis zum 18. März, also vom 25. Februar bis 18. März. Und ja, da fing das dann an, also gerade so in der Mitte des Trainingslagers, ja, hat man dann fast täglich eigentlich Updates bekommen über die Medien. Und ja, also um ehrlich zu sein, hat wirklich reingeschlagen, als es hieß, ja, die Wettkämpfe werden abgesagt. Und da war mir das dann auch voll bewusst. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Ja, zuerst haben wir ganz normal weiter trainiert. Es gab natürlich viele Diskussionen, weil die 50-Kilometer-Geher, mit denen wir auch im Trainingslager waren, die hatten einen Wettkampf direkt danach geplant und der wurde als erstes abgesagt. Da wurden dann noch Ausweichtermine gesucht und ja, es ist viel hin und her telefoniert, viel umgebucht, um zu gucken, ob man eben doch noch einen Wettkampf findet. Und dann war innerhalb weniger Tage klar, okay, es werden erstmal keine Wettkämpfe stattfinden. Und das hat mich dann auch betroffen, weil ich jetzt eigentlich im April meinen ersten Wettkampf geplant habe in Tschechien. Und ja, das hat uns natürlich alle runtergezogen erstmal. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen baff, weil es ging sehr schnell dann.
Kannst du vielleicht so ein bisschen mehr erzählen, weil du sagtest, du warst baff. Wie hast du dich gefühlt? Wie warst du emotional drauf? Also im allerersten Moment hat es mir den Boden und den Füßen weggezogen, weil damit quasi die ganze Planung für das halbe Jahr zunichte gemacht wurde. Und es war, denke ich, für alle schwer, ob nun als Sportler oder als normaler, ich sag mal, Normalbürger, der jetzt hier vielleicht nicht mehr normal zur Arbeit gehen kann. Es hat für alle erstmal eine Umstellung bedeutet. Und ja, für mich persönlich war es erstmal schwer zu verkraften, dass ich eben vielleicht gar keine Wettkämpfe mehr habe dieses Jahr. Aber dann habe ich mich doch gefangen eben wieder und ja, ich werde jetzt erstmal mit dem Training weitermachen, werde gucken, wie es läuft. Und genau, es hat natürlich erstmal zu viel Diskussionen geführt. Und man hat auch am Anfang kein wirklich realistisches Bild von der Lage hier in Deutschland. Es gab jeden Tag neue Infos und ja, ich habe dann einfach darauf gewartet. Wir konnten zum Glück an unserem geplanten Termin nach Deutschland zurückfliegen und habe mir dann versucht, jetzt ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Genau. Okay. Hast du schon von dieser Neuigkeit heute gehört? Es gibt ja die offizielle Aussage, dass Olympia dieses Jahr komplett abgesagt ist, auf nächstes Jahr verschoben ist, voraussichtlich März bis spätestens Sommer. Hast du davon schon gehört? Ja, davon habe ich schon gehört. Also ich bin auch sehr glücklich, dass nicht abgesagt wurde. Und klar bedeutet das bei uns allen eine Umstellung. Ein Jahr verschoben, das gab es auch noch nie. Aber gut, einmal ist immer das erste Mal und jetzt werde ich mich auf 2021 fokussieren. Ihr konntet ja bisher noch in der Halle trainieren, also alle Top-Kader-Athleten. Das waren ja jetzt nur noch sehr wenige. Besteht jetzt noch die Möglichkeit und kannst du sagen, oder was für eine Einschätzung hast du, wie lange wird das so für dich noch gehen? Also ich habe heute das erste Mal wieder an meinem Stützpunkt trainiert, am OSP Potsdam. Und das lief so ab, dass wir am Montag an die Hochschulambulanz gekommen sind und dort eine Untersuchung hatten und getestet wurde, ob wir irgendwelche Krankheitssymptome zeigen, ob wir aus vom Robert-Koch-Institut ausgelobte Risikoländern, also ob wir daherkommen. Und es traf bei mir alles nicht zu, deshalb habe ich jetzt so einen Schein bekommen, der mich eben als Top-Team-Mitglied berechtigt, dort zu trainieren. Und genau das nehmen wir jetzt erstmal wahr. Und dann hoffe ich, dass es jetzt nächsten 2 Wochen auch so bleibt und ich dort trainieren kann, genau. Ja, wir hatten den anderen Tag schon ein bisschen darüber gesprochen. Im Moment ist es noch möglich für dich draußen zu trainieren. Angenommen, es würde jetzt auch eine Sperre verhängt werden. Was genau bedeutet das für dich? Also ich hoffe sehr, dass es zu keiner generellen Ausgangssperre kommt. Also dass uns immer noch die Möglichkeit bleibt, zum Sporttreiben rauszugehen. Sollte es wirklich so kommen, dass wir jetzt für ein paar Tage alle drin bleiben müssen, würde ich mir eben ein Ergo organisieren und dann Fahrrad fahren. Aber ich bin fest entschlossen, erstmal mit dem Training weiterzumachen. Ja, das ist auch eine ganz gute Stütze jetzt für mich moralisch. Und ja, es macht auch einfach Spaß. Also ich genieße das weiter, dass ich eben jeden Tag mein Training absolvieren kann und finde da auch meine Motivation drin. Und wie geht es denn jetzt für dich weiter? Was bedeutet es überhaupt für dich? Weil du hattest dir ja dieses Jahr extra freigenommen für Olympia. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen? Ja, natürlich, es ändert sich jetzt einiges. Also dadurch, dass ich keinen Wettkampf erstmal in Aussicht habe, wer weiß, was noch kommt. Also bisher überlegen ja noch alle, wie es weitergehen könnte, jetzt was die Saison betrifft, kann ich erstmal nur versuchen, fit zu bleiben. Und wir haben jetzt auch erstmal wieder auf Grundlagentraining umgestellt. Das heißt, wir trainieren jetzt so wie im Winter eben. Also es werden jetzt erstmal keine speziellen Tempoläufe gemacht oder ein Wettkampf kann eh nicht vorbereitet werden. Aber ja, das ist okay für mich. Ich freue mich trotzdem jeden Tag aufs Training und konzentriere mich eben jetzt auf
den Tag und gucke, was ich dort erreichen kann. Vielleicht auch ein Training für mich. Und das funktioniert bisher ganz gut. Ich bin jetzt auch heute glücklich eben über die Nachricht. Ich meine, wir haben jetzt wirklich also es ging Schlag auf Schlag. Wir haben eine Nachricht nach der nächsten erhalten. Und jetzt so die Gewissheit zu haben, okay, es findet statt, es findet eben nicht zum geplanten Zeitpunkt statt, aber wir haben wieder den Wettkampf in Aussicht, ist natürlich schön. Ja, da freue ich mich auch. Ja, das glaube ich. Vorher war wahrscheinlich so die Unsicherheit oder auch die Angst davor, dass es komplett abgesagt wird und für dich nicht mehr möglich wird. War es das, was dahinter stand? Oder Ja, war genau, die das? Ungewissheit war natürlich belastend. Das sind Athleten ja nicht wirklich gewohnt, dass sie keinen festen Termin haben für den Wettkampf. Normalerweise stehen die eben fest und man trainiert dann natürlich darauf hin. Aber ich muss auch sagen, so, ja, so ganz aufgeschmissen sind wir ja auch nicht, weil ich denke, Athleten sind da schon gefestigt. Und ich weiß ja auch, okay, es kann jedes Jahr etwas schief gehen. Letztes Jahr war es auch der Fall. Ich habe mich eben verletzt von einem ganz wichtigen Wettkampf. Und dann musste der eben ausfallen. Und sowas kann man nicht planen vorher. Man geht das Risiko eben ein und ja, versucht das Beste draus zu machen. Und die Situation ist natürlich jetzt besonders, weil wir alle gemeinsam da drin stehen. Also alle Athleten aus den unterschiedlichsten Sportarten stehen vor demselben Dilemma. Und ja, es ist eigentlich etwas, was eben auch helfen kann, weil wenn man verletzt ist, ist man doch irgendwo allein und hat nur seinen individuellen, also man ist quasi, man sieht die anderen trainieren und weiß, okay, nur für einen fällt es gerade weg. Und ja, jetzt sind wir alle in der gleichen Situation und da kann man sich gut austauschen und sich gegenseitig stützen. Ja. Welche Bedenken und Sorgen oder Nöte hast du? Also vor ein paar Tagen hatten wir gesprochen, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Magst du dazu noch mal was sagen? Ja, vor ein paar Tagen haben wir ein Mentalcoaching gehabt und da wusste ich einfach noch gar nichts. Also, das ist ja erlebt. Ich habe ganz viel erzählt. Ich wusste nicht ganz, wo mir der Kopf steht, aber trotzdem habe ich versucht, eben alles positiv zu sehen. Und wir haben eine Meditation auch gemacht, dass man halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit fokussiert. Und ja, das hat sehr geholfen. Also ich denke, gerade unser Mentaltraining hilft jetzt in dieser Zeit eben sehr einfach auch, um sich nicht sehr, ganz so sehr von den ganzen Informationen ablenken zu lassen, die jetzt auf einen einstürzen. Denn wenn man möchte, kann man 24/7 Nachrichten schauen und erfährt ja minütlich quasi was anderes. Und das ist dann so ein Auf und Ab der Gefühle. Einmal schreiben sie, ja, das wird alles so und so. Und der nächste hat in die Glaskugel geschaut und sagt, nee, doch wieder alles zunichte. Und sich davon eben nicht ganz so sehr ablenken zu lassen, sondern eben Achtsamkeit zu üben. Jetzt erstmal zu gucken, okay, was kann ich im Moment machen? Für mich und ja, dafür, dass ich eben erstmal ruhig bleibe. Und ja, das sagt sich immer so einfach, aber das Ruhigbleiben, das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste, genau. Wie schaffst du das, ja, einfach auch so ruhig zu bleiben und das jetzt auch von der positiven Seite zu sehen? Weil ich denke mal, einige Leute, die hier zuhören, die haben vielleicht auch dasselbe Problem. Wie machst du das genau? Ja, also erstmal, versuche ich wirklich von Tag zu denken. Das heißt, ich stehe morgen früh auf und gucke auf den Trainingsplan oder überlege mir, okay, was möchte ich heute tun? Und ich habe jetzt auch angefangen, also in der Zeit jetzt, wo ich wirklich nicht wusste, was passiert, habe ich angefangen, mir einfach früh wie so eine kleine Einkaufsliste zu schreiben. Okay, das und das könnte ich heute machen, das erledige ich und ja, das hilft eigentlich auch sehr, weil ich mich dann organisiere für den Tag. Sonst organisiert man sich eben für die Saison und weiß, okay, an den Tagen ist das und das geplant. Wenn man das nicht weiß, gut, dann habe ich mir gedacht, dann organisiere ich eben nur den heutigen Tag. Und das ist auch mal ganz schön. Ja, ich habe immer noch Freude am Training oder gerade jetzt eben am Training, weil ich weiß, okay, ich kann jetzt eben alles geben und gucken, was passiert. Und
kann mich auch einfach mehr auf jetzt konzentrieren. Also irgendwo ist immer ein Nutzen dabei. Ich war jetzt am Wochenende auch viel mit meinem Bruder unterwegs. Wir haben zusammen was gemacht und ich nehme jetzt einfach die Zeit dafür und sage mir, okay, abwarten, was passiert und genau, jetzt mal gucken, was die nächsten Tage bringen und ich hoffe, dass wir auch bald wieder Klarheit haben, was jetzt funktioniert und was nicht. Und heute war ja schon der erste Schritt mit der Zusage, dass es eben Olympische Spiele gibt, weil das war natürlich für uns oder für mich vor allen Dingen das große Thema in den letzten Tagen. Ja, und du hast ja schon einiges genannt, was jetzt wichtig ist, was dir Halt gibt in dieser Zeit. Da nanntest du einmal das GEA-Team, also deine Teamkameraden. Mhm. Dann eben halt auch Mentaltraining. Was noch, was stützt dich noch in so Zeiten, wo du ja enttäuscht bist, wo die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst oder wo es nicht ganz so einfach dann ist? Also ich finde, in solchen Zeiten findet man immer heraus, warum man das wirklich macht. Also man denkt ja sonst wenig über die Dinge nach und lässt sich einfach so ein bisschen treiben. Und ja, so ein, man kennt es Rückschlag nennen jetzt für uns, heißt natürlich auch, dass ich selber nachgedacht habe, okay, warum mache ich das und was bedeutet das wirklich für mich? Und eigentlich ist es eine positive Erfahrung gewesen, weil ich habe gemerkt, okay, ich möchte das wirklich unbedingt und dass es mich so getroffen hat, dass es das Olympia erstmal so unsicher war und dieses Jahr auch wegfällt, heißt ja auch im Umkehrschluss, dass ich das wirklich, also dass ich wirklich dafür brenne. Und das so zu erkennen, ist immer eigentlich eine gute Erfahrung. Und dann findet man eben auch heraus, dass man auch noch andere Dinge im Leben hat als Sport. Also man muss sich da halt nicht immer so sehr reinsteigern. Also ich möchte ja auch noch studieren und so viele andere Sachen tun. Und ja, warum sollte ich mir nicht jetzt die Zeit dafür nehmen? Genau. Mhm. Magst du noch erzählen, was du studierst? Also ich studiere im Moment Bioinformatik an der TH Wildau und werde eben nach diesem Jahr schauen, wie es weitergeht. Hm. Aber dass ich studieren möchte, steht außer Frage. Klar, ich habe mir das ja jetzt freigenommen für Olympia, dadurch ein bisschen Leerlauf, aber ich denke jetzt alle, die studieren, die müssen eben zu Hause sitzen und haben Homeoffice, deshalb nehme ich es nicht ganz so schwer und kann mich ja dann auch so darauf vorbereiten und meinen Interessen nachgehen, ja. Super. Ja, sehr schön. Sag mal, welchen Tipp kannst du anderen Athleten oder Sportlern jetzt in der schweren Zeit geben? Der Tipp ist eigentlich, dass jeder individuell schauen sollte, wie er die Situation meistern kann. Also für den einen hilft es vielleicht jetzt, wirklich erstmal so weiter zu trainieren, wie es geplant war. Mir zum Beispiel hilft es sehr, dass ich sage, okay, ich ändere erstmal nichts am Training und solange ich motiviert bin und die Freude dran habe, dann mache ich das weiter. Vielleicht hilft es auch jemandem, der sagt, okay, er will jetzt erstmal so eine kleine Saisonpause einlegen und dann eben mit neuer Energie starten, dass man sich erstmal wieder findet. Also ich glaube, das sind jetzt ganz individuelle Wege und wie gesagt, ich denke, die Athleten sind da gestählt, die kennen solche Rückschläge und das Schöne ist jetzt, dass wir uns alle darüber austauschen können, dass wir eben einander Halt geben können, weil eben alle in der gleichen Situation sind und vielleicht erwächst daraus ja auch eine Chance, näher zusammenzurücken und zu sehen, was bedeutet der Sport eigentlich für uns. Hört sich gut an. Ja, okay, Saskia. Dann danke ich dir heute sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir natürlich alles Gute für deine weitere Zukunft. Danke. Ja, hab Spaß, bleib gesund und ja. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr entspannen als sonst. Okay, ich versuch's. Alles klar. Wenn du magst, dann hör demnächst wieder rein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und ja, wenn du magst, dann abonniere gerne den Podcast und du kannst mir auch gerne eine Bewertung schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.